Heute geht's nach Hamburg. Ich bin auch schon gerade auf dem Weg, aber irgendwie geht hier gar nichts voran gerade. Was ich gerade auch sehr schrecklich finde, aber gut. Ich bin da guter Dinge und denke, ich werde schon irgendwie ankommen. Ja, und dann gehen wir auf die Edelparty. Bin ich gespannt, was uns erwarten wird. Da werde ich mich jetzt genau so stylen, wie die Bunny Bear das tut, auf den Autogrammkarten. Ja, heute deswegen auch die Lippen rot. Und ja, ich glaube, jetzt geht hier endlich mal was weiter. Oder auch nicht. Ist jetzt nicht deren Ernst. Hallo. Bitte fahren. Oh, das glaube ich nicht. Oh, es ist ätzend. Naja, ich stehe jetzt ein bisschen im Stau. Aber das ist kein Problem. Ich werde auf jeden Fall ankommen. Ich bin auf dem Weg nach Hamburg zur Edelparty. Da ist sie wieder, eure Bunny Bear mit dem Bienenkopf, den wir ja zusammen auch nochmal aufgefrischt haben. Mit meinem schönen Outfit, Kleidchen, einfach alles, wie ihr das auch kennt, auch aus meinem Song Bienenkopf. Und ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich bin in Hamburg angekommen zur Edel Records Party. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Ich weiß selber ehrlich gesagt gar nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen gehe ich ziemlich entspannt an die Sache ran und wir lassen uns einfach überraschen. Psst, Vivian. Ja. So, naja. Und ja, bewegen uns jetzt auf so ein paar... Sag mal, hier ist Billy Baller Billy und das Baller. Ist Bunny Bear. Ja, sag mal, das ist ja der reine Wahnsinn. Ist das deine kleine Kamera? Das ist meine kleine Kamera. Mensch, du bist ja schon so bekannt. Das ist ja der reine Wahnsinn. Oh, hast du da so ein kleines Tier? Oh, ist er geflogen? Ich bin da und schon fliegen die Tiere weg. Gutes Zeichen. Wir gehen heute auf eine Party und jetzt hauen wir mal rein, oder? Ja, wir hauen richtig Viel rein. Viel Spaß. Viva Germania. Uhu. Ihr hüpft doch nicht so rum. Okay. Billy Baller. Hab ich euch schon vorgestellt? Meine Leute kennen dich doch noch gar nicht. Stell mich mal vor. Also, das ist... Halt, wir müssen uns umdrehen. Wir müssen in der Sonne stehen. Du natürlich. Weißt doch, wir müssen das die Sonne anziehen. Billy Baller. Und ich bin Bunny Bear. Schon merkwürdig, ne? BB und BB. Ja, also irgendwie haben wir so ein bisschen was gemeinsam. Gut. Ja, aber ist halt so, ne? Jo. Nehmen wir so, wie es ist. Blond ist er auch. Nur den Bienenkopf, den hat er nicht. War cool, du kannst mir einen stecken. Nee, ich glaube, das ist. Du bist ja nicht. Die Steckchefin. Ja, aber da du nur so leichte Puzzle auf dem Kopf hast, wird das nicht. Och, du schaffst es. Machst du mir ein paar von deinen Extensions rein? Oder? Ja, okay, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Ich kann das ja. Bunny Bear kann ja alles. Das wird bestimmt gut. Also, ich habe da Vertrauen in Bunny Bear. Also, das wird euch ja auch mittlerweile. Ihr habt auch Vertrauen in mich, ne? Ja, klar. So, jetzt sind wir gleich da. Da geht das richtig zur Sache. Okay. Wenn ich DJ angesagt und Party und all den ganzen Kram. Genau. Da werden wir ganz schön auffahren heute. Ne? Ich glaube auch. Alle Hamburger sind ja ein bisschen steif. Ja. Und deswegen werden wir das schon schaffen. Genau, das ist ein bisschen auflockern. Ja, mal gucken, wie wir da treffen. Mal, wer da dann über der Chef der Platte, ich kann mal eh sowas. Okay. Jetzt sollen wir mal ab, müssen uns registrieren. Akkreditiert. Papa, das Wort akkreditiert. Akkreditiert. So. So, dann akkreditieren wir. Hallo. Ich muss mal gucken, ob ich verloren habe. Ja. Das heißt, wir sagen jetzt auch Baller, Billy Baller und Bunny Bear. Cool, da gibt es ein ganz anderes. Das ist das bekannte Showdown Beats. Ja. Beats wie Bunny Bear. Ja. Wieder Dankeschön. Auf den Punkt getroffen. Muss ich sagen, hat Ede sich was einfallen lassen. Vielen Dank. Werden wir haben. Oh. Nein, das ist nicht. Du bist immer noch früh. Na, ja, und einmal mitfahren oder geht das mit dem Bild? Wir müssen immer noch auf der Sonne stehen. Aber der kann das. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin Baller, ich bin Baller. Ich bin Baller. Ich bin Baller. Ich bin Baller. Wahrscheinlich. Gibt's hier draußen? Einmal rechts und links. Was geht schon wieder?
Gerade für mich. Freuen wir nicht. Ja, genau. Ja, wir sind jetzt gerade reingegangen. Und wo gibt's denn Sekt? Jetzt nicht, wo der Sekt ist. Ah. An der Bar? An der Bar? Wann, was machen die da? Ich glaube... Trinken! So, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Ja. Auf keinen Fall, das ist immer sehr, sehr wichtig. Auf keinen Fall Alkohol mit Brötchen trinken. Du siehst, was da draußen kommt, weißt du das? Bakterien? Dicken Kopf, aber so ein dicken Kopf, dass du morgens nicht mehr aufmachst. Aber das ist die Bakterien wahrscheinlich zu viel. Dann muss es ja stimmen. Bunny Bear! Danke. Oh, das Schild hat. Vielen Dank. 3 Jahre in Südhack hat sich ausgedrückt. Bunny Bear? Ja. Billy Baller. Zum Wohle. Zum Wohle. Schön, dass wir da sind. Ja, genau. Vielleicht irgendwie sind wir die Einzigen, die so bunt angezogen sind. Kann so. Das sein? Das ist immer ein Schocking für Hamburg. Aber wir sind Künstler. Ja? Wir können sozusagen, wir haben Freiheit, wir haben Narrenfreiheit. Mhm. Das stimmt. Also mir ist sowieso nichts mehr peinlich. Ich bin ja schon als Pikachu letztens rumgelaufen. Von daher, ich habe mich ganz viel Pikachu verkleidet. Interessant. Funny Bunny macht alles. Bunny Bär. Funny Bunny? Ja, natürlich. Ich bin Fan. Ich gehöre auch zu den Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade bei ihr sieht, schön bunt aus. Oh, schön! Super, wenn das. Warte mal, hier die Kamera hin. Sekunde. Ich kümmere mich, indem wir schon den Hafen nicht. Geh mal zum Hafen, komm, geh mal zum Hafen. Ich wieder, ne? Letztes Jahr schon so. Das ist doch schöner, ja. Schöner Rückhalt. Soll ich die Kamera testen? Nee, alles gut. Super. Nur nach vorne. Try and
Hummel, Hummel! Gut! Schmeckt hier irgendwie alles schlecht. Das ist so ein ganz billiger Tafelwein. Ja. Oh, das ist so heiß. Das ist so, oh jetzt. Oh, oh ich bin hier kaputt. Oh. Wahnsinn. Schon leichte Stellen, Lichte. Hummel, Hummel. Moors, Moors. Ich wollte euch sagen, dass die Party wirklich erfolgreich war. Ihr habt mit reingeschnuppert. Die Musik lässt zu wünschen übrig, aber da legen wir irgendwie ein bisschen was von mir unter und dann funzt das Ganze. Ja, heute habe ich hier gelernt, Hamburg, da sagt man Hummel, Hummel, Moors, Moors. Und dann weiß man auch, dass man ein richtiger Hamburger ist. Und ja, ich bin's nicht, aber ich weiß jetzt, was ich sagen muss, wenn mich jemand fragt. Ich bin jetzt gerade angekommen. Ich war jetzt 3 Stunden auf der Autobahn. Ich stand sowas von im Stau und die Umleitung war so lang und dann habe ich mich in der Umleitung verfahren und war irgendwo, wo ich in meinem ganzen Leben noch nie war und noch nie hin möchte. Huch. Ihr seht, ich kann meine Augen kaum aufhalten. Ich bin extrem müde. Ich könnte jetzt, glaube ich, auch so im Auto schlafen. Also ich habe wirklich kurze Zeit sogar überlegt, fährst du jetzt hier irgendwo hin, weil runter und nimmst dir da ein Hotel irgendwo an so einem, diese Rasthof-Hotels, da sind ja immer so Betten an den Schildern. Ja, es tut mir leid, auch wenn ich jetzt gerade so schrecklich aussehe, aber ich kann es nicht ändern. Naja, und habe ich halt wirklich kurze Zeit überlegt, fährst du jetzt dahin? Und habe ich gedacht, du ziehst das jetzt durch. Ja, und jetzt bin ich endlich zu Hause. Und jetzt will ich nur noch ins Bett. Ich freue mich ganz doll auf mein Bettchen. Und ich werde sofort einschlafen. Ansonsten fand ich den Tag super. Also war richtig cool. Auch auf der Edelparty mit der edlen Gesellschaft. Ja. Sind aber auch einfach nur Leute wie du und ich. Also. Und mein Bauch knurrt. Ja, die kochen auch alle nur mit Wasser und ja. Also. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, meine ich. Naja, ist ja auch egal. Ich gehe jetzt schlafen und habt ihr auch süße Träume? Träume über Träume.